Nicht? Oder gut aussehende Männer mit Flügeln, die Kabarettist werden. Hier ist Hagen Rethor. Herzlich willkommen. Ja, das Problem an den Migrantenkindern ist, dass sie kein Deutsch sprechen. Das ist das Problem. Die Türken, die sollen sich mal anpassen hier. Die sollen mal endlich Deutsch lernen. Die Türken leben jetzt seit 45 Jahren hier mit uns. Kann hier irgendjemand einen Satz türkisch? Ein türkisches Gedicht? Ein türkisches Lied? Irgendwas? Die Türken machen Taxischein in Berlin. Berlin ist der komplizierteste Taxischein in ganz Europa, habe ich mir sagen lassen. Und die türkischen Fahrer, die fahren sie in Berlin, aber punktgenau in eine der zahlreichen Bismarck- und Kurfürstenstraßen, die es da gibt. Da schlackern die Berliner Taxifahrer mit den Ohren, wie das geht. Wenn Sie in die Türkei auswandern würden, würden Sie in Istanbul einen Taxischein machen? Hä? Ich nicht. Ich würde irgendwo im Hinterhof Gemüsekisten stapeln und hoffen, dass man mich nicht anspricht. Ja. Die dritte Generation Türken, die reden nicht mehr. Die reden nicht mehr Deutsch. Haben wir uns je interessiert für das, was sie uns zu sagen hatten, jahrzehntelang? Für ihre Lieder und Gedichte? Das sind Gastarbeiter, die haben keine Lieder. Die haben Arbeitskraft. Und wir werfen denen vor, dass sie sich nicht integriert haben. Wir, 98% der Gesellschaft, werfen den 2% der Gesellschaft vor, dass sie sich nicht integriert haben. Wir können uns was schämen. Wir kehren denen jetzt die Trümmer unserer verheerenden Integrationspolitik vor die Türe. Wenn Sie Ihr Kind in einen neuen Kindergarten geben und der Kleine steht nach einem halben Jahr immer noch allein in der Ecke rum, da kriegen Sie aber einen richtigen Hals auf die Erzieherin, oder? Und dann erzählt die Erzieherin aber noch, dass der Kleine sich nicht integrieren wollte. Ja. Ja, die möchten Sie an die Wand nageln, die Frau. Zu Recht. Und da können wir von Glück sagen, dass diese gedemütigten, chancenlosen 15-jährigen und 17-jährigen Einwanderer-Jungs uns noch nicht an die Wand genagelt haben. So wie wir mit denen umgegangen sind die letzten Jahrzehnte. Die Amokläufer von Erfurt und Winnenden haben wir zähneknirschend und mit Wut im Bauch begraben. Nicht auszudenken, wenn das irgend so ein 15-jähriger Ali oder Mahmoud gewesen wäre. Da hätten aber die Dönerbuden gebrannt hier. Nicht aus, die reden nicht mehr, die reden einfach nicht mehr. Funktioniert nicht. Wussten Sie, dass 40% aller türkischstämmigen Akademiker zurück in die Türkei gehen? Die sind hier geboren, hier aufgewachsen, haben Schule und Uni gemacht und gehen zurück in die Türkei, weil sie keine Lust mehr haben, weil sie es nicht mehr aushalten, weil sie diesen täglichen Rassismus nicht mehr packen. Das hat offensichtlich nichts mit Bildung und auch nichts mit Wohlstand zu tun. Die ziehen sich das einfach nicht mehr rein. Und wir kriegen jedes Jahr von der UNESCO unser schlechtes Zeugnis dafür interessiert kann. Wussten Sie, dass man in Deutschland mit einem nicht deutsch klingenden Namen 8-mal so viele Bewerbungen schreiben muss? Ja. Und die sind so nett. Die sind so nett. Neulich waren wir in Antalya, die sind so nett. Die haben uns von der Straße, haben die uns eingeladen zu sich nach Hause, haben uns Tee gemacht, das war so toll. Haben Sie schon mal einen Türken von der Straße zu sich nach Hause genommen und ihm Tee gemacht? Da gehen die kaputt dran. Haben die keinen Bock drauf. Das Fremde, das nervt uns einfach. Und wir maßen uns an, in der Weltgeschichte rumzulaufen und den Völkern einzupeitschen, in welcher Geschwindigkeit sie sich gefälligst zu demokratisieren haben. Geht's noch? Vor schlappen 60 Jahren haben die Alliierten uns die Demokratie mit Trichter und Klistier reingedrückt. So schnell konnten wir gar nicht schlucken, wie die uns demokratisiert haben. Kurz davor hatten wir noch die schlimmste Diktatur aller Zeiten und jetzt laufen wir wie die Klugscheißer und Oberlehrer durch die Welt, als hätten wir die Demokratie erfunden. Wie wäre es, wenn wir mal einen Gang runterschalten würden? Hat nicht jedes Land einen Marshallplan im Hintern stecken bis zum Anschlag? Manche, wie kommen wir dazu? Wir als drittgrößte Waffenhändler weltweit könnten nun mal ein bisschen uns geschlossen halten. Das rege ich mich auf. Und die Türkei ist wunderbar geeignet als Flugzeugträger für Amerika seit Jahren. Die kaufen uns auch unsere Leopard 2 Panzer ab. Jetzt müssen sie sich mal ein bisschen ranhalten mit der Demokratisierung.
Das sind ja Nationalisten, die müssen da mal aufräumen mit. Da gucken Sie einmal rund ums Mittelmeer, da haben Sie nur Nationalisten und Kleptokraten sitzen. In Griechenland, in Libyen, in Ägypten, lassen Sie uns von Berlusconi reden. Ja, aber auf die Türken damals, aber ganz genau, die reden einfach nicht mehr. Und das Fremde ist uns irgendwie eklig. Neulich sagt einer auf der Straße zu mir, Herr Räther, wissen Sie, was hier unser Problem ist? Wir bauen den Juden zu viele Moscheen. Ja, ja, ja. Ich sage, danke fürs Gespräch. Naja, die Türkei jedenfalls ist nicht in der EU, weil sie die Bedingungen nicht erfüllt hat. Jetzt ist erstmal Rumänien drin und Bulgarien, weil sie die Bedingungen erfüllt haben. Ja sicher, irgendwo musst du das Geld doch waschen, bevor du es in die Schweiz zum Trocknen aufhängst. Natürlich. Das ist doch folgerichtig. Yeah. Bei aller Liebe, bei aller Freundschaft muss man auch sagen, dieses türkische Regime, diese türkische Regierung, die ist auch korrupt und marode bis in die obersten Etagen. Die ist verfilzt, da guckt man nicht gerne hin. Die haben da beispielsweise aktuell einen Minister sitzen, der hat vor Jahren schon mit Waffenhändlern Geschäfte gemacht. Dann hat er von so einem Waffenhändler 100.000 in so einem Briefkuvert eingesteckt. Dann gab es Untersuchungsausschüsse, long and dirty. Dann hat er gelogen und nichts mehr gewusst, seinen Terminkalender nicht mehr gefunden. Sämtliche Mitarbeiter in Misskredit gebracht. Es war ein Elend. Der ist da aktuell, ist der Innenminister. Ja. Schüblü heißt er. Schüblü. Wülfgen Stüblü.